Guten Morgen, Königin Allure. Ja. Es warten schon eine Menge Leute auf euch. Und eure Audienz. Was für Leute? Was für Audienzen? Alter! Die wollen doch nur mit mir quatschen. Das hat doch nichts mit Audienz zu tun. Das ist langweilig. Tagebuch lesen. Heute hat Senatskanzler Cicero mir einen Besuch abgestattet. Er sagte, dass Kai für sein Alter ein reifer König sei. Wozu brauchen sie mich, wenn sie ihn haben? Ich bin ehrlich gesagt neidisch, dass er echte Verantwortung trägt. Ja, wir machen eigentlich gar nichts. Außer uns diese wunderschönen, durchtexturierten... Na doch, jetzt geht er. Eben sah das ein bisschen merkwürdig aus. Ach ja. Ein Leben voller Langeweile. Moment, waren hier nicht sonst immer Wachen? Interessant. Da, von wo sie mich immer weggehalten haben. Königin Allure. Hinter der Tür muss etwas sein, was wir nicht sehen dürfen. Königin Allure, leider ist der Zutritt zu diesem Bereich verboten. Auch für mich. Was ist denn da drin? Hinten? Nichts, was euch kümmern müsste. Eure Audienz findet in der Kathedrale statt. Die benutzen mich nur. Morgen werde ich es schaffen und dort hinkommen. Nee, Spaß. Ich werde nach der Audienz, es ist wahrscheinlich dunkel, und dann werden wir ausbrechen und uns das angucken. Mit Sicherheit. Und dann werden wir sehen, dass der Raven gefangen ist. Und unsere Katze. Ja, wenn das wirklich so ist, ne? Und wir werden merken, dass wir einer Gehirnwäsche unterzogen wurden. König Allure geht hier lieber nicht allein. Auch im Palast lauern große Gefahren. Was für Gefahren? Hier? Die Gänge sind sehr unübersichtlich. Es könnten sich verlaufen. Tatsache. Und euch überanstrengen. Ihr habt euch noch nicht ausreichend erholt. Ich wusste nicht, dass man sich in diesem Palast verlaufen kann. Es gibt doch nur einen Weg. Da muss es hier viele Orte geben, die ich noch nicht gesehen habe. Aber ich gerne sehen möchte. Und welche Gefahr? Wenn die Nevis nett sind, dann gibt es doch gar keine Gefahr. König Allure, erinnert ihr euch an den dunklen Ozean und die Bedrohung, die er darstellt? Den Strudel am Grund der Weltensäule? Ja, Majestät, auch wenn es nicht so scheint, er steigt immer weiter an. Er stellt eine große Gefahr dar. Entschuldigung. Seit Jahren diskutiert der Senat, was zu tun ist. Wenn es wirklich so schlimm ist, sollten wir nicht mehr tun, als bloß zu reden. Die Gefahr steht nicht unmittelbar bevor. Die Zeit verstreicht dort unten anders als hier oben in Eto. Je weiter man die Weltensäule nach unten reißt, desto langsamer vergeht die Zeit. Das stimmt. Deswegen sind für uns auch 100 Jahre innerhalb von 3 Jahren. 3 Jahren sind es, glaube ich, noch. 3 Jahre waren vergangen dort. Eigentlich ist fast gar keine Zeit verdreht. Aber zwischen... Ja, ihr wisst, was ich meine. Wenn unsere Berechnungen stimmen, erreicht uns der dunkle Ozean erst in etwa 1000 Jahren. Aber unten wird er dann schon in vielleicht 10 Jahren schon da sein. Das ist nicht gut. Das ist beunruhigend. Beruhigend. Naja, eigentlich nicht. Es gibt für euch keinen Grund, euch Sorgen zu machen, Majestät. Aber was ist, wenn weiter unten noch andere Leute wohnen? Tantchen, wie geht es dir? Gut, danke. Schön, ich mache mir nämlich Sorgen um dich. Das tut mir leid zu hören. Offenbar bin ich nur gut darin, anderen Kummer zu bereiten. Stimmt etwas nicht? Alles, was ich tue, ist, bei den Audienzen anderen zuzuhören.
Hat jemand etwas gesagt, was dich aufgeregt hat, Tantchen? Nein, das ist es nicht. Das ist nicht das Problem. Nur, was mache ich hier, wenn ich doch nichts tun kann? Das Wichtigste ist im Moment, dass du dich erholst. Mach dir um alles andere keine Sorgen. Darf ich wenigstens den Palast verlassen und mir die Stadt ansehen? Ich will die Einwohner von Edo mit eigenen Augen sehen. Dafür wird später noch Zeit genug sein. Du musst dich wirklich erstmal erholen. Diesen Ausflug kannst du später immer noch machen, wenn es dir besser geht. Bitte, Tantchen, wenn dir etwas zustoßen würde. Du hast recht, ich hätte gar nicht erst fragen sollen. Aber so wie sie das anfühlt, ist es wirklich noch vor und nicht danach. Weil sie weiß nicht, dass da Leute... Ja gut, Gedächtnisverlust, sie weiß nichts. Bisschen blöd. Königin Alua, eure Audienz ist vorbei. Ihr müsst erschöpft sein. Bitte ruht euch jetzt wieder aus. Ja, das werde ich. Vielen Dank. Erneut. And again, and again, and again. Wenigstens sind die Audienzen nicht immer gleich. Kann ich raus? Verdammt. Ich will aber nicht noch einen Tag das machen, da ist langweilig. Mann! Wann soll ich das ausgeliehene Buch lesen? Hatten wir es nicht schon mal? Ich habe irgendwie ein Déjà-vu. Guten Morgen, Königin Alua. Ja? Es warten schon eine Menge Leute auf euch und eure Audienz. Wie jeden Tag. Wie jeden Tag. Ich will einen Erfolg haben dafür, dass ich jeden Tag das blöde Tagebuch lese. Ich wiederhole ja nur das. Kai hat mich besucht und gesagt, dass meine Gesundheit meine oberste Priorität wäre. Ich freue mich ja, dass er sich um mich kümmert. Aber kann ich sonst wirklich nichts tun? Ich fühle mich gar nicht krank. Woher wollen sie dann wissen, wann ich gesund bin? Ich will etwas tun. Kann aber nicht. Nur weil ich krank bin? Oh, einfach mal kurz über den Stuhl gestiegen. Ich würde gerne meine Macht einsetzen. Um die Menschen vor der Gefahr, die sie trübt, zu befreien. Oh, guck mal, da stehen wieder beide Wachen. Ich muss es einfach versuchen. Es interessiert mich nicht. Ich will da durch. Wenn ich wenigstens schneller laufen könnte. Ich will mal hier die beiden Türen Oh. Hallöchen, Puppelchen. Eine gute Audienz. Was ist denn mit dir falsch? Ich wünsche gleich einen Artritt ins Gesicht. Hi. Gut, dann müssen wir wohl. Die Wachen, die verlassen da ja nicht den Platz, ne? Nee. Also, sobald es anfängt, sich zu wiederholen, habe ich keinen Bock mehr. Königin Alua, ich habe mich eine Sache gefragt. Erinnert ihr euch an den Tag, als ihr als Königin Edos erwählt wurdet? Nein, leider nicht. Ich verstehe. Nun, euer Fall war etwas Besonderes. Nach dem Ablehnen des vorigen Monarchen erfolgt der Senat sonst göttlicher Eingebung. Er sucht unter den Kindern von Eto nach dem nächsten Herrscher und bringt ihn ins Schloss. Wirklich? So bin ich Königin geworden? Ja, obwohl euer Fall, wie gesagt, besonders war. Ihr wurdet auserwählt, als ihr bereits begonnen hatte zu wachsen. Der Senat hat darüber debattiert, ob er die Enthüllung beherzigen solle. Ich glaube, ihr selbst habt am meisten bedauert, die neue Königin zu sein. Immerhin wurde euer Leben in Eto auf den Kopf gestellt und ihr wart gezwungen zu regieren. Wie ich mich wohl dabei gefühlt habe. Das ist über 100 Jahre her.
Meine Familie ist inzwischen bestimmt tot. Ja, schon wieder. König Allure, wie geht es euch? Gibt es etwas Neues? Nein, bisher nicht. Ich treffe immer wieder auf dieselben Leute. Ich möchte gerne mal mit neuen Leuten reden, rausgehen und mit den Bürgern von Eto reden. Nur ein paar Auserwählte dürfen euer edles Antlitz bewundern, Majestät. Aber macht euch keine Sorge. Den Bürgern von Eto geht es gut. Sie sind dankbar für alles, das ihr und König Kai für sie tut. Dankbar? Wofür? Ich mache doch gar nichts. Sie wissen wahrscheinlich noch nicht mal, dass ich wieder da bin. König Allure, dürfte ich euch etwas fragen? Frag, was immer du willst, aber ich kann nicht garantieren, dass ich die Antwort weiß. Dieses Gerät, das ihr vor 100 Jahren bei euch behattet. Gerät? Ein roter Kristall, ein Kommunikationsgerät, mit dem man Informationen aufzeichnen kann. Tut mir leid, ich wünschte, ich wüsste, wovon du redest. Falls ihr euch daran erinnern solltet, würdet ihr mir bitte Bescheid sagen. Ein Kommunikationsgerät aus rotem Kristall. Wozu soll das gut sein? Der Ball! Der Ball. Der Apfel, der runtergefallen ist. Vielleicht war das das, für das er es gehalten hat. König Allure, eure Audienz ist vorbei. Ihr müsst erschöpft sein. Bitte ruht euch jetzt wieder aus. Ja, das werde ich. Vielen Dank. Und wieder steht mir eine lange Nacht bevor. Es wird kühl. Ich sollte ins Bett gehen. Moment, wenn es kühl wird. Guck mal, eine Kerze. Fenster. Ich dachte doch, dass es hier kalt ist. Warum steht das Fenster offen? Da liegt etwas auf dem Sofa. Ah, ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Wozu der wohl gehört? Ich sollte ihn behalten. Vielen Dank, mysteriöse Person. Ich kann mir schon denken, für was das ist, aber solange die Wachen da stehen, wofür dieser Schlüssel wohl gut ist. Bla 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 bla. Achso, was? Nein. Erzähl doch davon nicht. Leider nicht. Das Fenster war offen. Da dachte ich, er sei von dort hineingefallen. Natürlich, das geht auch sogar. Problemlos. Das Fenster war offen. Königin Kai hat befohlen, dass es geschlossen bleiben soll. Er wollte nicht, dass die Zugluft euren Zustand verschlimmert. Von jetzt an werde ich noch mehr darauf achten, dass es geschlossen ist. Damit wäre das Thema Frischluft erledigt. Was ist das da auf dem Boden? Sieht aus wie die Seite aus einem Buch. Der Wind muss sie aus dem Bücherregal geweht haben. Ich frage mich, was da drauf steht. Darf ich sie mal sehen? Natürlich. Aber solltet ihr euch nicht auf eure Audienz? Ja, das werde ich. Lasst mich bitte allein. Okay, mal sehen, was hier steht. Das ergibt ohne weiteren Kontext keinen Sinn. Sie muss aus einem der Bücher im Regal stammen. Aber davor muss ich zu meinem Tagebuch, um zu erfahren, was ich gestern gemacht habe. Denn das ist wichtig.